Und das Wasser höre ich gerade auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Wasser hört, aber ich höre es nicht. Könnte sein, dass ich mich schon zu sehr an Minecraft-Geräusche gewöhnt habe. Huiuiui. So, hier ist jetzt wieder los. Nein, 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 nein. Wie üblich. Und nochmal der ganze Spaß. Und wieder hoch. Und hoch. Und hoch. Und wieder durch die Öffnung quetschen, wieder rauskommen. Und rüberspringen. Nochmal rüberspringen. Und nochmal rüberspringen. Nochmal rüberspringen, ohne Sprinten merken und nicht zweimal springen. Das wäre auch nicht die schlechteste Idee. Gut, wieder hochtauchen einmal. So, so, so. Jetzt höre ich das Wasser. Ich will Musik haben, Minecraft, hallo? Gibst du mir nochmal Musik, bitte? Musikmaestro? Mist, ich dachte, es klappt. Naja, dann halt weiter. Im Stummfilm hoch. Muss tauchen, schwimmen, wie auch immer. Bin oben. Hep. 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 Sprint. Ich bin dabei. Hier ist das Problem, man muss aufpassen, dass man nicht voll daneben fliegt. Also zu weit fliegt sogar. Nein, sprinten! Sprinten ist, wenn man ganz schnell läuft. Minecraft. Tja, das weißt du doch, oder? So, also ihr seht übrigens, ich habe wieder meinen eigenen Charakter drin. Ja, ich sehe leicht abgewrackt aus, bin halt hier gerade erst gestrandet. Das ist dann schon etwas schwieriger. Von vorne sieht er übrigens so aus. Er grinst mich gerade einmal an. Geh mal kurz raus hier. So. I love Creeper. Ist vielleicht nicht... das ist scheiße so zu steuern. Moment. Mach ich mal kurz einmal so. Dann zeige ich euch mal kurz meinen Charakter. So und so. Also von hinten bei Dr. Jones, ganz klar. Und von vorne halt I Love Creeper. Ich hatte so schön viele Erlebnisse mit denen. Da muss man die einfach mögen, egal ob man sie hasst oder nicht. Ich hasse aber Sprungpassagen. Ich bin gespannt, wie viele Parts es hier werden. Der erste sollte jetzt eigentlich schon rum sein. Also müssten wir uns nach Adam Riese logischerweise im zweiten Part befinden. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Also ich schätze mal, 4 wird es bestimmt, wenn ich mich weiter so dämlich anstelle. Das heißt also, ihr könnt euch weiter auf Fällen freuen. Wenn ihr, muss ich nur kurz fragen, wenn ihr noch irgendwelche guten Adventure-Maps wisst, dann schreibt mir die doch bitte in die Kommentare. Denn das wird wahrscheinlich erstmal das einzige... Mann, spring doch nicht zweimal! Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen ausgerutscht mit der Stimme. Dann schreibt mir die doch mal bitte in die Kommentare, da ich wirklich gerne Minecraft-Adventure-Maps spiele, aber meistens nicht die ganz guten erwische. Also wie gesagt, wenn ihr noch eine gute habt, die ihr gerne von mir Let's Play haben wollt, dann sagt mir doch Bescheid. Dann werde ich das auch tun. Das werden, wie gesagt, auch für die für die nächste Zeit erstmal die einzigen Minecraft-Videos sein. Da ich gerade keine Ideen habe für, wie man sein Haus schützt oder Let's Have Fun und Multiplayer-Servern, außer mit sowas hier. Wenn man irgendjemand zu sich bestellt, weil man das einzige Essen auf der ganzen Karte hat und dann hier so einen Scheiß einbaut, dass man das andere Typ vorher verhungert ist, ehe er dann bei ihm ankommt. Nein! Das wäre zu schön gewesen. Machen wir nochmal von Anfang an. Vielleicht klappt es dann besser. Vielleicht bin ich dann schon eingesprungen. Man weiß ja nie. Passieren ja immer die merkwürdigsten Dinge. Und warum ist mein Schwert abgenutzt? Naja, ich hab ihn umgeschlagen. Stimmt ja. Sag ich ja. Steak. Und Erfahrung. Ich will gerade einen Kuchen essen. Stirb, du Scheißkuh! Kuhschubser. Heldentat vollbracht. Stimmt, die habe ich mir gar nicht alle durchgelesen, die ganzen neuen, die es gibt. Naja, werde ich wohl auch nicht brauchen. Hier scheint es ja lange, lange Zeit zu brauchen. Hier ist los, am Peng ist man weg. Naja, darum geht es jetzt gar nicht. Also ich wollte ja reinkommen wieder ins Springen. Also nochmal schön von vorne. Wahrscheinlich werde ich voll versauen mal wieder. Hep. Diesen Versuch gab es nicht. Hep, 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 hep. Ups. Nochmal.
Und tap, tap. Alter, ich bin echt zu doof für sowas. Wenn ihr mich irgendwie ärgern wollt, dann schickt mich in so ein Haus hier. Und dann drehe ich aber auch garantiert durch. Könnt ihr mir verraten. Wenn ich dann oben bin, dann schlage ich euch da runter. Wie so ein kleines Stück Leberkäsesemmel. In Frühtau zu Berge. Wo ist die epische Musik, Minecraft? Die brauche ich jetzt, wenn ich sowas erzähle. Wenn ich irgendwelche Scheiß von mich hinlabern, muss ich es wenigstens gut klingen. Hep. 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 Nein! Ich möchte nämlich nochmal die blaue Passage durchmachen, denn die finde ich einfach lustig. Also das, wo man einfach sprinten und springen gedrückt halten kann und alles passt. Sowas finde ich toll. Vor allem, wenn es dann noch ausgeschildert ist, dass man das auch darf. So, und wieder hier einmal rüber. Hier einen rüber. Da einen rüber. Da einen rüber. Alter, wieso bin ich zu doof dazu? Nur mal so als Frage. Könnt ihr mir die mal beantworten? Wieso bin ich so doof, um Sprung zu drücken? Beziehungsweise, um weiter gerade auszudrücken. Wieso bin ich so doof und lass immer wieder los? Ja. Bumm. Sagt mir besser nicht. Das muss ich, glaube ich, gar nicht wissen. Oh, man könnte es rein theoretisch auch im Sprint bewältigen, fällt mir gerade auf. Mensch, ich möchte mal die blaue Passage machen, Mann. Ich will aber. Oh, aua, das war mein Fuß. Ist aber auch schon schön, dass der Typ hier aus einer Höhe von 3 Meter fallen muss, damit er sich überhaupt irgendwas tut. Von 2 Meter kann er auch auf steinharten Stein springen, was logisch ist bei Stein. Aber Hauptsache halt, er fällt aus 3 Metern Höhe. Vorausgesetzt natürlich, ein Block entspricht 3 Metern und dann springt er nochmal 1 Meter hoch, also entspricht 4 Metern. Das heißt, wenn er aus 3 Metern Höhe auf einen glatten Steinfußboden springt, tut ihm das nicht im geringsten weh. Sobald er natürlich dann hier aus 4 Metern springt, kann er auch auf Sand springen oder ins, na gut, ins Wasser nicht. Er kann auch auf Sand springen und alles, das tut ihm dann sofort weh und er muss aufschreien und sich am Boden wälzen. Und so weiter und so fort, ihr kennt das ja. Wir sind noch nicht aus 3 Meter Entfernung, beziehungsweise aus 4 Meter Höhe, auf irgendwas draufgesprungen. Das muss man einfach schon kennen. So, passt doch. Und jetzt kann ich hier einfach machen und gut ist. Ach ja, darauf freue ich mich. Ja, ich habe mich übrigens entschlossen, noch zu schwimmen. Muss ich mal sagen. Also, es ist bei weitem einfacher hier hoch und vergeudet nicht so viel Zeit. Und wenn ich schon mal oben bin, dann kann ich das ja machen. Und ja, warum auch nicht? Und... Hoch, 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 hoch. Ich bin Wasserfallschwimmer. Gab mir wieder im Netz so einen Bericht von wegen, dass einer wieder es geschafft hat, das Ampere Stealth Banner hochzulaufen. Ich hätte beinahe World Trade Center gesagt. Ups. Kurzer Rückler. Ja, das wieder, die da wieder diese Weltmeisterschaften im Treppenlauf hatten. Fand ich gar nicht schlecht, dass sie sowas machen. Wenn ich sagen muss, dass das nichts für mich wäre. Wie viel waren das? 63 Stockwerke oder so, um zu Fuß hochlaufen? Ja, ich bin doch bekloppt, wenn ich sowas mache. Und ich bin auch bekloppt, wenn ich endlich mal Sprint nicht drücke. Mensch! Das ist zweimal kurz weh, mehr ist das nicht. Vor allem, soweit ich weiß, kann man es auch nicht umstellen in der Steuerung. Also ich würde es ja gerne auf Shift legen und dann halt auf Steuerung bzw. C das drücken. Aber, naja. Geht ja natürlich auch. Ist zwar ein bisschen komisch immer, aber... Dann wollen wir mal. Hui. 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 Und eins und zwei 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 und eins und zwei. Und los geht's. Und dann springt er immer zweimal. Wenn ich sprinte, dann auch richtig, nicht wahr, mein Freund? Ich habe vergessen, wie heißt denn eigentlich nochmal der Minecraft-Charakter? Jeff oder so ähnlich? Wie hieß denn der nochmal? Gibt's ja auch bei Super Meat Boy. Wie heißt denn der nochmal? Ich nenne ihn Bob. Los, Bob. Lauf, Bob. Wischmob. Bob. Kann ja ohne Stock rüberspringen, hier wird's erst los. Dich. Genau.
Oh, Finger wieder von W runternehmen. Oh, ich könnte mich selbst für meine Dummheit strafen. Wenn der Herrgott das genauso sieht, möge er einen Blitz auf mich herabfallen lassen.